Dolchangriffe hat er. Wenn ich den Rücken treffe, dreifacher Schaden, Alter. Attacke, ich bin jetzt hier der Meuchelmörder, du. Boy. RIP. Warte mal, ich kann den Schild anlegen, das hilft schon mal. Ich kann das in die Tasche verschieben, ich kann das in die Tasche verschieben. Ja. Geiler Scheiß. Gut. Immer noch Rucksackübergewicht. Was zum F ist so schwer? Der ganze Proviant? 15 Proviant, ja. Das wiegt. Das wiegt. Das sind sehr viele von Omas Keksen, wie ihr sehen könnt. Das ist viel. Ja, ich kann das Fleisch ja auch gleich verkaufen. Das wird ja sowieso gerade schlecht. Die ganzen Tränke ablegen. Erstmal ablegen und dann neue Wappen für den. Für die kalte Welt draußen. Okay. Wir schauen uns noch in der Stadt um, Ronny? Ja, aber. Ja, ja. Das Rezept habe ich schon. Und lass mich doch kurz ein bisschen kochen. Ja. Tob dich aus. So, ich starte jetzt mal auf dem Steam Deck und gucke, wie da die Speicherdaten sind. Ja. Das ist beunruhigend. Den Sync ausgemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Wenn da nämlich jetzt die Daten schon übertragen wurden, dann, naja, ist das so. Ja. Hör mal, Junge. Dann ist das leider so. Ich schaue schon mal nach einem neuen Zelt für dich. Obwohl, nee, das könnte ja jetzt auch da sein wieder. Stimmt. Armenviertel. Oh, nee, da wollen wir nicht hin. Also, da muss ich rein. Ins Armenviertel muss ich rein. Ach, da willst du rein. Ach so, stimmt, aber da musst du rein. Okay. Na, machen wir das, wenn Julian wieder da ist. Ja. Und dann müssen wir irgendeinen... Wo ist denn das Armenviertel? Wo hast du das gefunden? Warte mal, wenn du hier links reingehst. Hier bei mir. Da. Ach, das ist extra abgesperrt. Aber da kommst du jetzt nicht rein, ja. Ja, ich dachte, das wäre halt wieder ein Ausgang zur, ach so, zur Wüste raus. Nee, leider nicht. Ich bin da nicht so noch nicht rangegangen oder so. Ich, Ja, hier übrigens, was jetzt kann ich für dich tun? Die habe ich mir geholt, hier beide. Welche beide? Also auch wenn ich das mit der Rüstung eigentlich gar nicht brauche, weil ich eine leichte Rüstung sowieso schon habe, aber... Ach, für mich ist das, ich kann jetzt mal schwere Rüstung wieder anlegen. Hätte ich ja theoretisch mit meinem Oberteil. Was kann ich für dich tun? Ach so, ich habe diesen Dings nicht. Also ich habe mir jetzt nur die beiden Passive-Dinger geholt, da, die unteren. Ja. Oh, ich hätte gern oben Schildinfusion. Block deinen Elementarangriff ab, beim nächsten Abblocken geht von dir eine elementare Explosion aus. Das fühle ich. Na gut. Aber leider nicht. So. Palast der Helden. Ich wollte gerade sagen, wir gehen mal rein, wa? Oh, da blinkt was. Oh. Nehmen wir das gleich mit? Interagieren? Nee. Du bist noch nicht bereit, Cyphex. Okay. Moin, König Simeon. Wir quatschen mal mit ihm in der Zeit. Hergehört. Ich würde ja gerne Geschichten mit dir austauschen, Reisender, aber Kalixa und ich besprechen gerade, was mit den alten Sandrosensteinbruch geschehen sollen. Vielleicht später. Hergehört. Okay. Wie kann ich dir helfen? Hallo, Reisender. Ich hoffe, du genießt das heldenhafte Königreich Levant in all seiner Pracht. Ich bin Kiruak, Alchemist, Politiker und Philosoph. Alright. Good for you. Ja, ich glaube, das ist jetzt das, was wir schon das letzte Mal angesprochen hatten. Ne? Wir haben ja andere Main-Quests genommen und ich glaube fast, dass sie jetzt nichts mit uns zu tun haben wollen. Ist halt jetzt dann erstmal so ist, halb so wild ist. Wir können ja trotzdem in die Dungeons gehen und die Welt erkunden. Mhm. Und das so für uns halt, ne, halt Abenteuern, einfach Adventuren. Hier ist Unterstadt-Passage. Oh, das sieht aber... Das sieht nach Dungeon aus. Das sieht nach gefährlich aus. Das sieht nach, wir sollten auf den dritten warten aus. Und ich sollte nochmal eine Runde knacken aus, ja. Bin ich bei dir. Funzelt dein Stream gerade noch eigentlich? Der Stream läuft, ja. Nee. Ich hab da nämlich Standbild. Das Standbild? Oh. Kurz mal, Geist, wie sieht's bei euch sonst aus? Gerne mal Feedback von so generell. Bitte danke. Jetzt bin ich... alles gut, sagt Andi. Ich danke dir. Bitte danke. Oh. Ah, ja. Und jetzt wäre hier sonst gleich Echo? Okay. Okay. Wenn irgendwas ist, ne, schreit einfach, ihr Lieben. Dann schreit ihr einfach. hier gehen wir mit Julian rein, oder? Das sieht wirklich nach Dungeon aus. 12 Sekunden später. Fast abläuft. Und da ist wieder alles... Hast du alles? Das ist nice. Sehr gut zu wissen. Outward hat integriertes Safe Scumming.
Bedeutet? Jedes Mal, wenn er speichert, du kannst halt in den Save-Ordner gehen und die neueste Speicher, den Speicherzustand einfach löschen. Ja. Und dann hast du wieder alles, was davor war, wenn du irgendwie so richtig verkackt hast oder so. So wie jetzt gerade die Nummer. Das ist auch praktisch. Ja. Alter, was ist denn das? Er löscht das anscheinend auch regelmäßig. Ja, wahrscheinlich, nachdem du 20 Safe-Files oder so hast oder so ein Scheiß. Ja. Irgendwie sowas, ja. Ja. Das heißt also, man muss aufpassen, dass man es rechtzeitig dann merkt. Aber das ist sehr gut zu wissen, finde ich. Was kann ich für dich tun? Ja. Gut, ich habe die Maske wieder, ich habe die Laterne wieder, ich habe den anderen Kram wieder. Ich join dir mal und hol mal meinen anderen Kram wieder ab. Dein anderer Kram? Ach so, Julian. Ach so. Huch. Ja, kannst du nicht alles haben. Was kann ich für dich? Ich habe hier einen Lehrer gefunden, Guys. Der macht Druckplattenausbildung, dass du komplizierte Fallen erstellen kannst. Schwache Angriffe mit breiter Flächenwirkung und hoher Wucht. Dolchangriffe hat er. Wenn ich den Rücken treffe, dreifacher Schaden, Alter. Attacke. Ich bin jetzt hier der Meuchelmörder, du. Wenn der Gegner mit den Flüchen Schmerz oder Führung belegt ist, verdreifacht sich Schaden und Zurückstoßen dieses Angriffs. Versechsfachung bei beiden Flüchen. Schmerz und Verwirrung, aber füge ich nicht zu, oder? Verwirrung? Also Schmerz füge ich zu, aber nicht Verwirrung. Ach, nehme ich was nicht mit. Was kann ich für dich tun? Scheiß drauf. Scheißen wir drauf. Hier oben kannst du was lesen, hier in dem Körbchen. Ich kann nicht lesen. Okay, ach so, doch, da, warte. Das ist eine Weile die letzte Lieferung, Taubauge. Der Baron verdrängt uns aus dem Schmugglertunnel. Er schafft jede Menge Waffen und Leute hinein und hinaus. Keine Ahnung, für wen er arbeitet, aber die Stadtwachen von Levant sind jetzt auf seiner Seite. Ich habe mitbekommen, wie einer der Wachen davon sprach, sein Boss im Schwarmgefängnis, in dem die Korsare manchmal ihre Verhöre abhalten, Bericht erstatten zu wollen. Ich bin nicht sicher, ob er weiß, wer diesen Ort nutzt. Wie auch immer, es stehen unruhige Zeiten bevor. Alright, shit's going down, I guess. Nee, komme ich nicht hoch. Genau das ist der Skill, den ich haben wollte. Federleichtes Ausweichen. Verringert Ausdauerkosten beim Ausweichen 50% und gestattet es dir sogar mit einem Rucksack ungehindert auszuweichen. Was kann ich für dich tun? Oh. Das ist nice. Ah ja, hier. Ja. Und kostet doch einen so ein... Kostet einen Durchbruchspunkt, ja. Ein, ja. Okay. Ah, Durchbruchspunkte. Habe ich auch nicht mehr. Einen habe ich noch halt. Aber ich habe nicht mehr genug Silber. Achso, warte hier, ich habe noch. Also ich habe mir extra noch ein paar Goldbarren eingepackt, aber ich habe halt, man kann hier nicht mit Goldbarren bezahlen. Ich habe ja Julian Silber, was wir mit auf den Kopf hauen. Was? Ja, genau. Aber du weißt doch, deins und meins, das gibt's hier nicht, ne? Das sind bürgerliche Kategorien. Ja, genau, genau. Wir teilen immer alles. Nee, wenn du willst, kann ich auch Gold geben. Also wenn du irgendwas kaufen willst an Skills oder so, Julian, dann gib Bescheid. Kommt man da rüber? Das ist eine gute Frage. Worüber? Parkour! Okay. Ah, okay, hier ist Trash drin. Okay. Oh, hallo. Oh. Guten Tag. Oh, hier ist eine Kiste. Ah, ne, ist schon leer. So, okay, also du hast wieder alles, das ist perfekt. Dann haben wir den Dings jetzt auch gedupt, den Rucksack. Hm. Ja, auch nett. Also, ist auch interessant. Okay, wir haben jetzt eine Möglichkeit herausgefunden, wie man Sachen duplikaten kann. Not macht erfinderisch, ne? Ja. Immobilienhaie hassen diesen Trick. Ja. Ne, aber ansonsten, also ich glaube, hier gibt es jetzt nicht mehr so wirklich was. Armviertel durchgespielt, würde ich behaupten. Nee, warte mal, ich muss irgendwo auf dem Dach hier. Ah, so kommt man rüber. Wie, nee. Also ich war hier schon... Also, I mean, also... Nee, ich muss es noch irgendwo... Taubauge. Sieht aus, als wärst du weit gereist, hast du ein wenig Silber übrig? Ja, Taubauge. Ja, kann sein. Ja, lass uns reden. Hier oben sehe ich alles. Das Gute, das Böse. Der Traum von Levant ist beinahe ausgeträumt. Aha, er sieht alles von hier oben. Du siehst aus, als wärst du weit gereist. Hast du ein wenig Silber übrig, Kumpel? Bei dem kann man Sachen lernen. Kannst du ein wenig... kannst du mir ein bisschen Silber geben? Ich habe jetzt gar nichts mehr. Der will ein bisschen Silber haben, der Kumpel. Du siehst aus, als wärst du weit gereist. Hast du ein wenig Silber übrig, Kumpel? Ich gebe dir mal Notgroschen hier, mein Judah. Ich hab dir jetzt mal alles Silber gegeben, was aus, ich als wärst du danke weit dir. Gereist. Er möchte 40. Ich bin dankbar. Danke dir. Wir werden deine Gefälligkeit nicht vergessen. Ich werde dafür sorgen, dass es dort ankommt, wo es benötigt wird. Falls du noch mehr Silber erübrigen kannst, wäre ich dir sehr verbunden. Du siehst aus, als wärst du weit gereist. Soll ich ihm noch mehr geben, Geist? Ja, du musst ihm noch mehr geben. Dank. I don't know.
einmal Durchbruch habe ich tatsächlich noch anscheinend. Du siehst aus, als wärst du... Ich bin dankbar. In Ordnung. Habt ihr das gehört, Alter? Das ist ja Demonsprache hier. Du siehst aus... Tausend Dank. Du siehst aus, als wärst du... Tausend Dank. Abgeschlossen. Du warst uns wirklich eine große Hilfe. Ich möchte mich gern revanchieren. Ich helfe dabei, wichtige Güter ins Armviertel zu schmuggeln und möchte, dass du einen Teil unserer letzten Lieferung erhältst. Tauborger steckt mit zwei Fingern im Mund und gibt einen markanten Pfiff. Einen Augenblick später hört er einen Pfeifen als Reaktion. Einer meiner Jungs wird das Versteck für dich öffnen. Geh rüber zum Ausbildungsplatz in der Nähe des Schurkenausbilders. Dort wird ein kleiner Durchgang für dich offen sein. In der Lieferung sind hauptsächlich noch Waffen und so. Waffen. Nimm dir, was du brauchst. Boah, Leute, Loot! Leveln und looten! So, Chef. Hier ist ein Durchgang, sagst du? Ja, hier. Nee, Wüste. Stopp. Meint ihr die Wüste? Der meint doch hier so ein... Hier ist die Kiste. Oh, geiler Typ. Oh! Kanonenpistole! Eisen, aber das ist alles ziemlich trashig. Ich meine, die Pfeile, ja, ich nehme die Bandagen mit. Die 6 Silber. Oh, oh, I'm stuck. Danke dir. okay. Also hier würde es zur Wüste rausgehen, das ist interessant. Ich würde sagen, wir bereiten uns kurz vor und nehmen dann auch den Ausgang. Ich würde gerne mein Stuff wieder haben. Ja, das machen wir auch noch. Let's go back to the house and shit. Zu unserem Prachtapartment. Ich muss sowieso schlafen. Ich muss noch Ausdauerregeln und so. Also. Wie ist man hier überhaupt reingekommen? Ich bin einfach hier rein teleportiert. teleportiert worden. Volgerero, er kennt den Ausgang. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Sackgasse. Natürlich sage ich das so. Volgerero, er kennt den Weg, Sackgasse, okay. Ah, warte, hier bin ich von Langlash. Ja, genau, hier geht's raus. So, du möchtest deinen, also deine Eisfackeln kriegst du auf jeden Fall. Ich habe noch eine Laterne, I guess? Ah, da, ja, okay. Das prachtvolle Tor, das dürfte Richtung prachtvolle Stadt führen. Ich glaube ja. Ich gebe dir Wettertrotztränke, ich glaube, davon hast du auch welche. Sagen wir so, was willst du, Julian? Also nicht wollen, was brauchst du, mein Junge? Ach, da war das Haus, genau. Warte, wo ist der Rucksack? Ja, der Rucksack, sprich ich suche ihn gerade, ich bin nicht blind. Setz raus, weil ich rejoined bin. Prospektor-Rucksack? Ich finde den nicht, mein Junge. Waren es 500 noch was Silber? Ja, die Silber, also die habe ich, also die, also, I mean, also. Ist der Rucksack vielleicht noch bei dir drin? Nee. Ist der Rucksack einfach weg? Ist ja auch lustig. Ich glaube, ich droppe dir generell mal Shit, den ich noch hier habe. Hast du jetzt eigentlich wieder ein Zelt oder ist das auch gone? Nee, das habe ich wieder. Ach so. So wie, okay. So wie es sein muss. So, nee, aber ich glaube, der Rucksack? Also, vielleicht bin ich auch doof und finde nicht geil, aber... Das ist nur der Prospektor-Rucksack. Das waren nicht alle Silber. Nee, das waren nicht alle Silber. Ich hatte nicht mehr so viel dabei. Ich habe das ja verballert. In Tasche verschieben. Hier, ich drop dir mein Geld. Ich habe noch sehr viele Goldbarren von Ronny. Weil dann kannst du dir auch jetzt erstmal Shit kaufen. 300? Ja, wenn du jetzt sowas brauchst, kannst du erstmal kaufen. Kann ich mich nicht mehr bewegen. Das war zu viel Silber. Zu viel Gold? Silber, meine ich. Hier, ich schenk dir was aus der neuen Region. Suffering from Success. Kassitenlanze. Ja, nu. Nee, ich glaube Gold, silbertechnisch, also wir können kaufen, worauf wir Bock haben. Ronny hatte fleißig gefarmt für die Stadt. Aber da brauchen wir jetzt erstmal nichts. Seid ihr jetzt hier immer? Achso. Jetzt hier? Wir sind im Häuschen, ich decke mich hier gerade so ein bisschen ein. Ja, ich weiß nicht, was ich abwerfen muss, damit ich... Willst du Verbände haben, Julian? Nee, nicht noch mehr. Take all my shit. Ich leg das mal kurz. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Sehr schön. Okay. Ich nehme das Essen mit. Das esse ich gleich. Das verkaufe ich noch. Okay. Ablegen. Gut. Ja, ich wäre ready. Also wir können von mir aus Adventuren gehen. Warte. Schlafen muss ich. Ich muss pennen. Repairen so ein bisschen. Und dann kann ich schlafen gehen. Nee, stopp. Dann kann ich Adventuren gehen. Mann! Ich bin ja auch hier. Also.
Ja. Also, gebt Bescheid, wenn ihr ready seid. Das wäre ansonsten alles. Mein Inventar ist sauber. Wir sind durch die Stadt gerannt. Wir haben ein bisschen mit Leuten geschnackt. Dies, das, Ananas. Skills gelernt. Sachen gekauft, die interessant waren. War jetzt nicht allzu viel Krasses. So richtig Quests gibt es hier nicht. Da haben wir schon festgestellt. Aber wir gehen trotzdem raus. Also, wir machen uns fit. Ich gehe dann pennen, reparieren. Dann gehen wir raus. Und suchen uns noch einen Dungeon und machen heute noch einen Dungeon in der neuen Wüste, in dem neuen Gebiet. Ja, und das ist dann eigentlich so unser Goal fürs nächste Mal. Generell Wüste erkunden, mehrere Dungeons. Und wenn die so für uns abgehakt ist, wenn wir gesagt haben, okay, wir waren überall, wir müssen jetzt auch nicht irgendwie wirklich studieren und wirklich... Wir können hier direkt in einen Dungeon reingehen, Leute. Wir können in den Dungeon reingehen? Ja, wir haben hier... Stimmt, ja, du hast recht, entschuldige. Ja, oben. In der Stadtpassage, okay. Ja, warte, ich muss schlafen dann erstmal. Also ich muss reparieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch kurz rausgehen. Ich schau mal kurz, ob ich reparieren muss. Wie ihr wollt. Stimmt, ja, ich muss auch reparieren. Aber ja, oben, das Stadtgedöns. Das, ja, das hast du ja recht. Da standen wir ja und dann habe ich hier mit dem Leak-Gequatsche angefangen. Wie gesagt, hier hängt übrigens an der Wand auch noch eine Eisflammenfackel, ne? Ja, ach, die würde ich da lassen. Die bringt Licht. Die lassen ja, die, ach, die, ach, die ist schön. Da, guck mal hier, zwischen den Bildern. Meer, was wir nicht haben in der Wüste. ja, also ich muss schlafen. Ich würde sagen, eine Stunde. Na, machen wir 2 Stunden schlafen. Ich habe Ausdauer verloren am einiges. Nee, 3 Stunden. 3 Stunden und irgendwie 2 reparieren oder so. Das wäre mein Call. Ja. Oh, hallo, Julian. Bald. Ja, ja, man muss ein bisschen kuscheln. Warte, kann ich deins einfach mitbenutzen? Natürlich, ist doch groß genug. Ich mach 303. Na, ja, klingt gut. Genau, und das ist eigentlich so unser Goal. Jetzt hier die Wüste und danach können wir ja mit so einem Karawanentypen, den wir sicherlich hier auch irgendwo stehen haben, direkt in das neue Gebiet reisen. Dann erkunden wir das noch. Da können wir wahrscheinlich questen. Ich denke, das wird so ein abgetrennter Bereich sein. Da hast du eigene Quests. Das wird nicht mit der Hauptstory wahrscheinlich interagieren. Und dann ist das dann quasi das große Finale. Ja? Und danach geht's dann los mit Baldur's Gate. Dann snack ich mir das auf Steam und erstellen wir den Charakter. Das wird dann quasi ein 6 Stunden Character-Editor-Stream. Also für meinen Charakter. Dann kommt der vom Chat natürlich noch, ist ja klar. Und dann kann man am nächsten Tag anfangen mit Baldur's Gate. Ja, so ungefähr der grobe Plan, ihr Lieben. Ja, das ist nicht wieder der nächste Sonntag, sagst. Nee, Entschuldigung, nicht der nächste Stream. So wird dann der Baldur's Gate Stream, basically. der nächste Stream, wir schreiben unter uns, wir gucken, quatschen, ob wir dann nächsten Sonntag Outward machen. Oder, und, Ist hier eigentlich was zum Brauen? Ja, nice. Kriegen wir alles schon irgendwie hin. Ja, Braun ist da, Küche ist da, Wasser ist da, ist alles schick soweit. Apropos, ich muss gar nicht so viel Wasser rumschleppen jetzt mehr. Das ist ja wahnwitzig hier. Essen und Trinken, so generell, ja, aber ansonsten geht es ja erstmal.